Adrian, ja, sind sicherlich, wo ich dann mit seinem Bruder dabei sein. Ja, hier geht es ein bisschen mit Hackenstart, damit nochmal Schwung kommt. Und da wollen wir schauen, dass wir auch entsprechend die Reihenfolge mitbekommen. Wir haben Lukas vorne und Lukas hat versprochen, den nicht drauf zu schauen. Noch mal sehen, ob er es packt. Lukas sieht das aus, da kann Papa stolz sein. Mit der 7 Nicolas Huber und die schönste zuletzt, Gry Andreasen, eine junge Dame aus Dänemark. Wir sind vor dem Start auf Tomorrow, die Start von morgen. Mit der Startnummer 1, Dennis Helfer. Mit der 2, Henke Konstra aus den Niederlanden. Mit der 3, Dani Maasen Borgstedt. Mit der 4, für Güstrow, Kai Hukenbeck. Mit der 5, gleichfalls für Güstrow, Marcel Helfer, Kasper Lücke Nielsen, Dänemark. Und Mieke Salomonsen, gleichfalls Dänemark. Mit der Startnummer 1, Miroslav Jablonski. Mit der Startnummer 2, Leonid Paura aus Lettland. Die Startnummer 3, wir wissen noch, Steffen Mell. Wir freuen uns auf unseren Gast aus Tschechien, Lukas Drimmel. Gestern hervorragend, heute wieder auf dem Marsch nach vorne, Christian Helfenbrock. Mit der 7, Kamil Polczynski. Mit der Startnummer Erik Kudel. Mit der Startnummer 9, Jevgenij Karavakis. Mit der Startnummer 10, für Deutschland, Schnellung Tobias Busch. Ganz kurz, Restiger dazu gesagt, der Pfingstpokalgewinner von 2009, Adrian Gomolski. Wir haben die Startnummer 13, Oliver Oehl. Dann mit der Startnummer 14 aus Australien, Ty Proctor. Mit der Startnummer 15, gestern war Sieger, heute will ich dir zusagen, aus Dänemark, Patrick Haugard. Das ist zum Schluss auch ein starker Fahrer vor Straße und für Deutschland, Roberto Haupt. Polen, Lettland, Deutschland, Tschechien.